Square Enix, Airtight Games, powered by Unreal Engine, Autodesk Scaleform, Physics by Nvidia. Autosave. Wenn du dieses Icon siehst, speichert das Spiel deinen Fortschritt. Schalte deine Konsole nicht aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Murdered Soul Suspect. Natürlich nehmen wir die Festplatte als Speichermedium. Ja, das dürfen wir bei der Xbox jedes Mal neu auswählen. Wir gucken kurz in die Optionen rein. Spieloptionen passen soweit. Doch, das sieht gut aus. AV-Optionen. Hier können wir die Helligkeit anpassen. Bei mir passt's. Wir sollten die linke Figur kaum sehen. Wenn es bei euch nicht passt, dann müsst ihr euren Monitor umstellen. Ja, oder mittels irgendeinem YouTube-Add-on oder so die Helligkeit umstellen. Gut, ich würde sagen, Aufnahme die dritte. Ich nehme jetzt das dritte Mal auf und ich habe schon zweimal vier Parts aufgenommen und ich hoffe mal, dass es dieses Mal besser läuft. Also, starten wir das Spiel. Es geht direkt mit einer Sequenz los. Viel Spaß! Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silence. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, derer Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung noch des nicht Glockensymbols ist, bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns jeder, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde hinterlassen. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich kann meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. So, das sind wir also. Gerade aus dem Fenster gefallen und ja, wir sind scheinbar ein Polizist, der früher mal Krimineller war und ja.
Schauen wir uns das Ganze doch mal an. So. Na, besonders fit sind wir gerade nicht. Versuchen wir einfach mal, die Tür zu öffnen. Verdammt abgeschlossen. Okay, jetzt müssen wir nach dem Knauf greifen. Das ist gar nicht so einfach so. Ja, irgendwo da hinten rechts. Ich nicht mal erklemmt. Aufgepasst, Lady. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Okay, jetzt müssen wir nach unserem Gesicht greifen. Okay, wach ist er noch. Aber ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Okay, jetzt müssen wir unsere Gliedmaßen einmal wieder in unseren Körper führen. Aber wie der Spieltitel schon verlauten lässt, ist es ziemlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es überleben, ist ziemlich gering. So, einmal den Kopf noch dazu. Flup! Komm schon, jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein! Komm schon! Scheiße! Ja, jetzt sind wir wohl endgültig ein Geist geworden. Mann, 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 Mann. Ja, das Polizistsein ist nicht immer so einfach. So, mit dem rechten Stick können wir die Kamera drehen. Kennt man ja aus jedem guten neuen 3D-Spiel. Neueren 3D-Spiel. Ist ja jetzt auch schon etwas länger so. Jo. Hin und wieder ruckelt das Spiel ein bisschen. Dafür gibt es kaum Ladezeiten. Ist nett. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was, welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke, kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Julia! Nicht, Julia! Verdammt! Hallo?
Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann, das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Okay, jetzt dürfen wir das erste Mal wirklich was machen. Wir versuchen mal, diese Leute anzusprechen. Hey Mann, kannst du mich hören? Scheinbar nicht. Sie vielleicht. Sieh da, bitte. Das ist schon scheiße, so Geist zu sein. Ach, wir können einfach nichts tun. Verdammt. Und, hier ist immer noch keine Polizei aufgekreuzt. Hey, du. Hey, hörst du mich? Aber das scheint ein anderer Komm Geist zurück. Zu sein. Da laufen wir einfach mal hinterher. Sehr schön, sehr schön. So, ja, jetzt kommen wir zu einem kleinen Tutorial. Warum ich das Ganze zum dritten Mal aufnehme? Ich habe versucht, das Ganze in 720p aufzunehmen. Ich erzähle mal kurz weiter, während wir uns hier diese wackelige Tür angucken. Ich will jetzt nicht in die Videosequenz reinlaufen. Ich habe das zweimal schon versucht aufzunehmen und es war immer tierisch asynchron. Ich habe versucht, die Xbox auf 720p zu stellen und dann halt auf 720p aufzunehmen. Ich wollte das Ganze dann hochskalieren. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege es nicht synchron aufgenommen. Keine Ahnung warum. So, gehen wir in die Videosequenz rein. Ich hoffe, es sieht trotzdem einigermaßen gut aus. Nee, falsch. Oh, da lang. Da lang. Mann, ich kann mich doch nicht beim dritten Mal spielen schon verirren. Schon wieder verirren. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Okay, und jetzt müssen wir einfach ein bisschen sie ausquetschen. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Okay, gut, jetzt kriegen wir erstmal hier so ein paar Hinweise. Geisterfähigkeiten. Meine Fähigkeiten aus dem Leben sind auch im Tod nützlich. Manche Fähigkeiten sind verbreitet, manche einzigartig. So, hier sehen wir einmal den Hinweisbildschirm. Wir werden in diesem Spiel diverse Ermittlungen anführen. Und hier haben wir auf dem Hinweisbildschirm immer so alle vom aktuellen Fall alle aktuellen Hinweise. Wir sehen, wie viele wir haben, wie viele es insgesamt gibt. Und wir haben immer so eine Wertung. Es gibt immer maximal 3 Wappen und man kriegt ein goldenes Abzeichen, wenn man alle Sachen quasi perfekt gemeistert hat. Dazu werden wir später noch kommen. Ansonsten haben wir hier noch eine Seite mit Nebenfällen. Es gibt noch diverse weitere Fälle, die geklärt werden können, aber nicht müssen. Die gehören nicht zur Hauptstory. Soweit war ich dann aber auch noch nicht, dass ich einen fertig hatte. Und wir haben hier unsere Fertigkeiten. Zum einen haben wir das Durchgehen. Ein Geist kann durch Objekte der realen Welt hindurchgehen. Besitz ergreifen. Geister haben die Fähigkeit, von lebenden Wesen Besitz zu ergreifen. Die Fertigkeiten Spähen, Belauschen und Beeinflussen können eingesetzt werden, wenn du von einem lebendigen Wesen Besitz ergriffen hast. Und detektivischer Spürsinn. Deine Fähigkeiten als Ermittler wird anhand der Anzahl der erhaltenen Marken bewertet. Je mehr Marken du erhältst, desto besser bist du als Detective. Genau das ist das, was ich gerade eben meinte mit den Abzeichen, die man hier bei den ganzen
einzelnen Ermittlungen anstellen kann. So, fragen wir das Mädchen mal weiter aus. Was willst du wissen? Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Tut mir leid, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Okay, und es gibt wieder einen neuen Hinweis. Hier gefangen. Wenn ich nicht kläre, was noch ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen. Für immer. Haben wir schon wieder neue Fertigkeiten? Nein, bis jetzt nicht. Okay, weiter geht's. Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Okay. Dämonische Bedrohung. Wenn ich nicht aufpasse, verzehrt mich ein Dämon. Ja. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Dieses Mädchen ist total unheimlich. Findet ihr nicht auch? Naja, gut. Wir müssen jetzt... Also erstmal haben wir einen neuen Hinweis, nämlich nicht geklärte Sachen. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen. Ist der eine ungeklärte Sache? Ja, bestimmt ist er das. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier alle vier Hinweise für diese aktuelle, in Anführungsstrichen, Ermittlung. Es ist ja nur das Tutorial. Ja, und genauso wird es halt hinterher auch sein, wenn wir einen Fall abgeschlossen haben. Wir kriegen dann diese goldene Medaille. Sehr coole Sache. Also, ja, ich habe, wie gesagt, die ersten vier Parts habe ich schon aufgenommen gehabt. Und ich muss sagen, ich finde dieses Spiel bis jetzt echt toll. Ja, absolut. Wir können hier wunderschön durch Wände laufen, was hin und wieder mal ein bisschen verwirrend ist, aber es geht halt. Und ja, es macht einfach Spaß, dieses Spiel. So, ich hatte angedacht, für dieses Spiel 20-Minuten-Parts rauszuhauen. Es bietet sich jetzt hier im ersten Part nicht an, weil wir jetzt wieder zurück in die Stadt kommen und dann direkt eine Ermittlung anfängt und die sollte schon komplett in einem Part drin sein. Deshalb gehen wir jetzt noch nicht in die Stadt und ich habe mich gerade etwas gewundert, warum das jetzt trotzdem schwarz geworden ist. Und werden diesen ersten Part jetzt etwas kürzer machen. Wir haben das Tutorial gesehen und im nächsten Part werden wir dann zurück in die Stadt gehen und vielleicht schon mal den ersten Fall abschließen. Gut, ja, ich hoffe, ihr interessiert euch für dieses neue Projekt genauso sehr wie ich. Ich finde das Spiel nämlich echt grandios, zumindest für die ersten anderthalb Stunden, die ich bis jetzt gespielt habe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja einen Daumen hoch geben, wenn nicht, einen Daumen runter. Und ja, genau, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hatte ich schon gesagt. Ich habe wieder alles mal durcheinander geworfen. Okay, gut, bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.